meine Freunde, wieder herzlich willkommen zurück. Ich hatte es ja gesagt, Anfang der Reportage, dass es heute noch das Wasservideo gibt. Ne? Das ist ja ein bisschen später geworden jetzt, aber ich werde das jetzt noch fertig machen. Ich hoffe, euch hat diese tolle Reportage oder der Besuch der Schmalspurbahn gefallen in Radebeul. War sehr interessant, vor allem das, was der Thilo mir alles erzählt hat und vor allem, was er mir alles gezeigt hat. Seine Modellbahn finde ich wirklich absolut fantastisch. Also es war eine kleine Anlage, aber wirklich viele, viele Details und viel, viel Rollmaterial hat er. Und Spielspaß ist auf jeden Fall dort gegeben. Ja, alles analog, alles manuell gesteuert, ihr habt es ja mitbekommen. Auch das Bahnbetriebswerk ist manuell gesteuert. Hat nicht immer alles ganz perfekt geklappt. Ihr kennt das ja von mir. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich super. Der Besuch hat mir wirklich gefallen. Und nochmal vielen Dank, Thilo, dass du mich da eingeladen hast, auch zum Essen. Das war nicht günstig. Da muss ich mir was einfallen lassen, wenn ich dich das nächste Mal besuche, dass ich dir was in TT mitbringe, was Schönes. Natürlich Deutsche Reichsbahn, wie du möchtest. Ne? Ich finde da garantiert was auf dem Flohmarkt, was dir gefallen wird. Wird natürlich, bleibt natürlich geheim, was ich dann dir mitbringe. Mir wird auch schon irgendwas einfallen. Ne? So, Freunde, aber jetzt gibt es erst einmal das Trainspotting. Das Trainspotting, das kommt diesmal von mir, natürlich, ein bisschen was. Vom Josef, natürlich, immer von Josef und natürlich auch wieder vom André. Ja, und ich glaube, von anderen ist auch ein bisschen was dabei. Ich habe alles zusammengewürfelt wieder. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Diesmal ist es nicht so lang. Aber es hat auch einen Grund. Ja, das andere war ja schon lang genug. Ne? Und damit wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß. Und dann geht's weiter mit den Paketen. Mhm, wir haben noch Pakete. Film ab. We'll be right back.
war da wieder ein bisschen was dabei oder allein dabei. Ein bisschen was von mir, wie gesagt. Josef hat ein bisschen was beigesteuert und andere auch. Die schönen historischen Bilder wieder vom André, natürlich wie immer. Er hat immer wunderschöne Bilder. Und ja, natürlich auch Josef, logisch. Ja, also war wieder für jeden was, denke ich mal, mit dabei. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und das sind dann die Pakete. Auf die freue ich mich ganz besonders. Drei davon kamen heute, ungefähr vor 3 Stunden. Und eins hatte ich schon 2 Tage lang da liegen. Das kommt ganz zum Schluss dran. Ich sage dazu, was ich geplant habe, setze ich auch um. Ja? Weil jetzt viele sagen, ja, es fängt ja auch noch mit Schmalspur an und so. Das ist ein Plan, den ich auf jeden Fall verwirklichen werde. Ich bleibe aber dabei, dass ich mir eine H0M Strecke bauen. H0E Strecke bauen. Ne? Mit den weiß-roten Wagen, was ja jetzt HSB ist, und mit einer kleinen Dampflok. Ich glaube, die passt nicht ganz dazu, aber das werden wir ja dann sehen. Ja, der Christoph von Kleinanzeigen hat mir wieder einiges geschickt. Und das Gute an diesem Verkäufer, finde ich, der macht sogar Ratenzahlung. Ne? Ja, das finde ich richtig, richtig geil. Der hat mir tatsächlich angeboten, das auf Raten zu zahlen. Das erste, was ich von ihm bekommen habe, das habe ich sofort bezahlt. Und das andere, was ich jetzt bekommen habe, das kann ich auf Raten zahlen. Und das bis Ende des Jahres. Natürlich werde ich das so schnell wie möglich zurückzahlen. Das ist ja wohl klar. Ne? Da ist einiges dabei. Und ja, vorgestern war es gewesen, da habe ich mir ein Video angeschaut über die Harzer Querbahn, also Harzer Quer Schmalspurbahn, nicht die Harzer Schmalspurbahn, sondern Quer, weiß nicht warum die anders heißt, ist auch egal, ne? Jedenfalls habe ich da diesen Zug gesehen und habe die Wagen sofort erkannt, natürlich mit der Beschriftung HSB. Meine heißen ja noch DR, weil sie noch damals in der DDR war ja noch DR dran, da war nicht HSB dran. Ja, und da habe ich nämlich ganz vorne noch einen Wagen entdeckt. Da habe ich mir gedacht, Mensch, der wäre perfekt, wenn ich den auch noch hätte. Habe ich bei eBay geschaut, geguckt und geguckt, nichts. Gehe auf Kleinanzeigen und schaue natürlich noch einmal auf die Liste von Christoph, und das hat er da ganz oben drin stehen, genau diesen Wagen. Ich dachte nur, ach du Scheiße, das ist ja Mist. Ganz, ganz schnell angeschrieben. Hier, ich würde gerne noch den Wagen nehmen. Kannst du mir bitte rausnehmen? Und dann hat er noch der Kumpel da mit angeschrieben, dass er den Wagen irgendwie rausnimmt. Hat erst nicht reagiert, aber dann doch. Hat ihn noch rausgenommen und hat mir wirklich noch hinterher geschickt. Er hat mir den noch hinterher geschickt. Das ist krass. Das Paket war schon unterwegs. Das andere, was fertig geschnürt war. Und den Wagen hat er mir noch hinterher geschickt. Ne? Ich habe ein bisschen Werbung für ihn gemacht. Und es hat anscheinend was gebracht. Denn die teuren Loks von Bevo, die sind weg. Die hat er noch als Trigger gekauft. Ich kann mir schon denken, wer das war. Ne? Ich weiß zu 80%, dass es jemand war, der damals mit mir einen Rundgang gemacht hat bei der alten Schmalspurbahn. Ja? Wilka Haslau. Oder wie das Nest heißt, ihr wisst schon, welche ich meine, wo nichts mehr übrig ist davon, wo es nur noch den kleinen Bahnhof gibt, auf der Hälfte der Strecke. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, aber ich glaube, der hat, glaube ich, die teuren Loks gekauft. Die BMO H0 E-Loks. Ja? Die waren ja auch wirklich sehr schön. Und eine davon ist ja sogar dabei, die ich selbst jetzt live gesehen habe. Ja, ja. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Paketen, bevor ich mich hier noch düstlich quatsche.
Und diesmal machen wir so umgekehrte Reihenfolge. Wie ich schon sagte, hoch, da kommen ja gleich die Gleise. Das ist praktisch. Da kommen ja gleich die Gleise. Dann bauen wir die doch gleich mal auf. So, natürlich zuerst mal Kado Spur N. Warum? Naja, also wie gesagt, der Herr Christoph von Kleinanzeigen hat mir tatsächlich noch diesen einen Wagen, den ich unbedingt haben wollte, der exakt diesen Zug nachbildet. Natürlich habe ich nicht die Lok. Das waren nämlich diese teuren, ne? Diese HSB-Loks und diese 99 noch was Loks. Aber Leute, das geht nicht. Das ist einfach zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Das werde ich nicht auf Raten zahlen wollen, weil es ist einfach zu teuer. Ich habe eine Alternative, keine Sorge. So, ja, da ist er. Das ist der fehlende Wagen. Tada! Und jetzt ist der Zug komplett. Ja? Oh, der war schön. Wunderbar. Der Gepäckwagen zu den weiß-roten HSB-Wagen oder DR-Wagen. Das heißt, also diesen Zug werde ich komplett so wie er ist behalten. Und der andere mit dem grünen Wagen, der kommt dann aufs Fensterbrett. Das heißt also, die fahren dann immer gegenseitig immer rüber und dann fährt der andere wieder hier rüber und so weiter und so fort. Vielleicht kann ich da sogar eine automatische Steuerung. Ich habe so viele Pläne für diese kleine Strecke. Ich sollte mich wirklich vielleicht mal erstmal um meine Spurendanlage kümmern. Aber es hat mich nun angefixt und jetzt bin ich noch mehr angefixt, weil ich ja, ich bin ja nun auch mit einer gefahren oder schon der zweiten. Na, ihr wisst ja, dass ich auch schon in, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, oh Schatz, ne, mit der bin ich auch gefahren. Aber das kann ich natürlich nicht vergleichen mit der Fahrt von der gestrigen. So, also das ist jetzt hier dieser wunderschöne Gepäckwagen von dem Zug, den ich jetzt komplett habe. So, okay, dann machen wir gleich weiter mit dem Paket. Das andere machen wir dann später. Das ist ebenfalls von Christoph. Ich muss es wieder umgekehrt aufmachen. Oder nee, umgekehrt muss ich nicht aufmachen. Ich mache es einfach so auf. Ihr wisst ja warum, ne? Doxing the Hoxing. Ich möchte ja nicht irgendwelche Leute doxen. Ich habe jetzt die Aufkleber nicht abgemacht, weil ich ja, wie gesagt, das vor 3 Stunden gekriegt habe. Wir kriegen das auch so hin. Zur Not baue ich dann halt wieder mal eine Verschlüsselung ein. Man muss ja nicht irgendwelche Leute hier doxen, die das nicht wollen. Ne? So, ich denke, das müsste passen. Hm. Ich muss Folien schneiden. Ja, das geht. Okay. Und ja, der klappt doch wunderbar. Alles klar. So, also das ist jetzt das Paket, was er schon losgeschickt hatte, bevor dieser Gepäckwagen kam. Also der ist ja hinterher geschickt worden. Und dafür finde ich wirklich, das macht nicht jeder. Ne? Normalerweise hätte er sagen können, ja, du hast jetzt Pech gehabt, Paket ist unterwegs, schickst du irgendwann später. Aber er hat schon einen Tag später den Wagen abgeschickt. Und das finde ich wirklich absolut toll. Das macht nicht jeder Verkäufer. Und dafür hat er wirklich verdient, dass sein Spur H0M und H0E Material schnell verkauft wird. Ja? Er macht das ja im Auftrag, das hatte ich ja schon gesagt. So, dann fangen wir mal an. Oh ja, das ist ja niedlich, das ist ja auch wieder H0E. Mit diesen Wägelchen. Ach, die sind ja putzig. Ja? Die sind doch niedlich, die kleinen Wägelchen. Und alle H0E. Ja? Das hier. Auch eine Dampflok davor hängen. Aber dazu kommen wir gleich. Keine Sorge. So. Ja, hier ist ein bisschen was weggebrochen. Also ganz perfekt sind sie nicht mehr. Aber hallo. Wenn ihr wisst, was ich dafür bezahle. Das ist wirklich nicht. Also das kann man nicht vergleichen mit dem, was man auf eBay findet. Sag ich mal so. Die sind von BMO, glaube ich. Ja, die rollen ganz gut. Ja? Die sind von BMO. Wird sogar auch draufstehen. Warte mal, schauen wir nach. Nee, falsch, die sind von Lilliput. Ich nehme es zurück. Die Wagen sind von Lilliput. Wie gesagt,
Er scheint wohl zwei Leitern ab zu sein, aber das ist nicht so wild. Zwei, drei wunderschöne kleine Waggons. So, aber es geht noch weiter. Da hat man da einiges angeboten und hat gesagt, wir machen wieder einen Paketpreis. Dann habe ich noch das eine und das andere entdeckt. Und dann gesagt, okay, kann ich noch mit dazulegen. Ich sagte, also das war doch mal dann zu viel. Wie soll ich denn das machen mit der Zahlung und so? Kein Problem, kannst auf Raten zahlen. Machen wir. Ne? Selbst also, wenn ich meinen Lohn bekomme, meinen nächsten. Oder wenn ich jetzt wieder was verkaufe, ich habe ja jetzt ein bisschen was beim Kumpel über eBay drin. Dann nehme ich das Geld und schicke das zum Frister. Ja, so sieht's aus. Und dann fangen wir jetzt auch mit der Lok an. Ja, wunderschön. Genau, das ist meine alternative Dampflok. Weil ich halt, wie gesagt, ich habe diese, die nicht da, die dazugehört, habe ich leider nicht. Oh, das ist auch schön. Aber es ist auch eine 99, ne? Die ist bei der, wie ist die Bahn? Pritzitzer oder so ähnlich gefahren. Und ist inzwischen aber zerlegt worden. Ne? Die gibt es nicht mehr, die Lok. Hammer. Eine wunderschöne kleine Schmalspurdampflok. Und da kommt dann die Wagen dran. Die andere müsste ich jetzt eigentlich mal holen. Ja? Wunderbar. Also da kann man doch nicht meckern, oder? Natürlich machen wir eine Probefahrt. Das wird bestimmt lustig, weil das ist ein bisschen größer als Spur N. Aber das kleine Stückchen sollte ausreichen, um zu schauen, ob die Lok auch einwandfrei fährt. Ne? Ja, also eine wunderschöne Schmalspur-Dampflok. Die Bezeichnung ist 99 47 12 und ist von Lilliput in Originalverpackung. So. Und auch für die habe ich nicht viel bezahlt, oder sagen wir mal so, die wurde mir im Paketpreis gut verrechnet. Ja? Mal gucken, wie das zugeht. Jawohl. Schade, dass diese Lok nicht mehr existiert. Ursprünglich ist das ja eine österreichische Dampflok. Ne? Und ist nur weitergereicht worden an verschiedene Vereine. Und am Ende wurde sie dann zerlegt. Schade dran. Aber wartet mal ab, Freunde. Das wird noch besser. Aha. Guck mal, was sie gefunden haben. Die abgebrochenen Leitern. Die Post wieder. Ja, ich sag dazu jetzt lieber nichts. Dann ist bestimmt die andere Leiter auch ab. Irgendwo hier. Noch in der Tüte drinne. Nee, das ist nicht, das sind Reifen. Nee. Nee, keine mehr. Schade. Aber das kann passieren. Ne? Das kann passieren. Also das ist die 99 47 12 für meinen Zug, der auf jeden Fall da oben fahren wird. Gut, so. Aber wir sind, wie gesagt, noch nicht fertig. Denn wir hatten noch einiges anderes eingepackt. Ich muss jetzt das aufpressen, dass es nicht kaputt geht. Da hat man sogar einen Bonus reingetan. Ne? Ein Bonus. Und ich zeige euch mal den Bonus. Das ist der Bonus. Tada! Ja, ja, erkennt, es ist die gleiche Dampflok, aber in anderen Farbgebung. Das ist eine österreichische. So. Na? Die haben wir als Bonus reingetan. Das war immer noch nicht alles. Oh nein, das ist aber ärgerlich. Mir ist durchgesteckt. Tada! Ja, ihr seht richtig, noch eine. Ebenfalls das gleiche Modell. Das war aber immer noch nicht alles. Dann habe ich noch das bekommen. Tada! Ebenfalls H0E. Den kenne ich gar nicht. Der nennt sich, mal gucken, VT 133 523.
Das ist der, der bei der Harzer, ich will nicht wieder was Falsches sagen, weil das letzte Mal habe ich nämlich was Falsches erzählt, das Schweineschnötchen fährt natürlich nicht bei der Harzer Schmalspurbahn, logisch. Aber das Ding hier, so von BMW. Was hat das denn hier bei der Harzer Schmalspurbahn? Oder habe ich jetzt auch was Falsches erzählt? Ja. Also ihr seht, einen Schienenbus und noch zwei Dampfloks. Die sind ganz schön schwer, die kleinen Dinger, das muss man schon sagen, die sind ganz schön schwer. So. Aber das war auch noch nicht alles. Geht noch weiter. So. Moment, muss ich mal gucken hier. Okay. Ah, jetzt wird was abgegangen hier. Ist es gesteckt oder ist es weggebrochen? Das ist jetzt die Frage. Moment, ich muss mal kurz meine Pulle absetzen. Ich will es ja noch nicht verraten. Da fehlt irgendwie was. Ja gut, das kann ich schon später was dran machen. Also hier ist eine Kupplung ab. Ich denke mal, das ist bloß gesteckt. Hier ist nämlich auch ein Ypsus. Irgendwo, der hier rumliegt. Da ist er, Schatten. Okay, also das ist gesteckt. Ja, machen wir die Kupplung. So, dann nehmen wir mal das Papier wieder weg. Und auch das ist H0E. Und zwar handelt es sich dabei um diese wunderschönen Wagen. Tada! Na? Ja. Und davon habe ich nochmal 4 Stück bekommen. Könnt ihr ja mal wieder in die Kommentare schreiben, was das für welche sind. Die sind von der Firma, ich glaube Lilliput, ne BMW, H0E. Aber wie gesagt, das ist so schief. Ich weiß nicht, zu welchem Zug die gehören. Achso, das hat hier drüben eingehakt. Also ich muss schon wieder meine Pulle absetzen. Hier sind nämlich solche Streben. Und diese Streben hier, die müssen ja irgendwie wieder gerade hier reingemacht werden. Ah, okay, ist reingesteckt. Ah, ich verstehe. Aha, okay. Das ist nicht weggebrochen, das ist einfach nur verbogen. Ah, okay. Der eine wird so und der andere so. Ja, das ist was leicht verbogen. Das ist nicht das Problem. Ansonsten sehen die eigentlich noch ganz gut aus. Wie gesagt, das ist halt alles ohne Originalverpackung. Darum war es ja auch so günstig. Ne? Aber das ist halb so wild. Ne? So. Aber was sind das für Wagen? Das ist jetzt die Frage. Wo laufen die? STG. Steht da dran. STG 711. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was das für Wagen sind. Ich glaube, die habe ich gestern auch gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Waren die gestern auch dabei? Die haben natürlich ganz andere Wagen mit, das ist klar. Aber ich glaube, die hatten in einer anderen Farbgebung den gleichen Wagentyp. Vom Traditionszug oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das sind jetzt noch diese 4 Wagen. Guck ich erstmal, ob hier noch irgendwas drin liegt. Oder was abgefallen ist oder so. Ne, ist bloß die Kupplung ab und da ist der Nipsus, die wird eingehakt. Das ist nicht das Problem. So, das war's. In H0E, das reicht doch wirklich, ne? Das reicht wirklich mit H0E. Und ich werde mich dann natürlich entscheiden, was genau ich dann fahren lasse. Was muss die Strecke ja gebaut werden. Ist ja klar. So, gut. Also, Christoph hat mir wirklich sehr viel in H0E jetzt gegeben. Und wie gesagt, ich kann es auf Raten bezahlen. Hat er ja gesagt. Die war Bonus. Da muss ich mal gucken, was hier los ist. Hier ist irgendwas ab. Es wird bloß eingehakt. Okay, gut. Ist gesteckt. So. Gut.
Das ist aber eine komische Farbgebung, echt. Eine sehr komische Farbgebung. Naja, was soll's. So, jetzt das Ding hier noch ab. Das Ding ist hier vor dieser Schleifer, der hier unten drunter ist, unter der Achse, der ist verschoben. Das kann man doch gerade machen. Das ist nicht das Problem. Ja, also die ist einmal in Grün, Österreich. Und einmal in Schwarz, Österreich. Ich glaube, es ist auch Österreich. Ah, da steht sogar dran. Zillertal. Zillertalbahn. Alles klar. Habe ich mich auch schlau gemacht über die Zillertalbahn. Also ihr seht, das sind österreichische Loks. Hier ist aber eine Kupplung ab. Ist die reingedrückt? Ich glaube, die ist ab. Ja, die ist ab. Kann man aber bestimmt ersetzen. Das ist nicht das Problem. Also hier ist die Kupplung ab, auf der Seite. Aber auf der anderen Seite auch. Also hier ist auch keine Kupplung dran. Und da ist hier die Kupplung dran. Weiß ich jetzt nicht. Also das sind so kleine, solche kleinen Haken bloß dran. Ja. Und die gibt es halt auch als 99, 47, 12. Ne? Und nun ist natürlich die Frage, was das für Wagen sind hier. Mach das mal ein Stückchen mal davor. So. Denn wir sind noch nicht fertig. Kommt noch ein bisschen was. Moment. So. Also das ist alles H0E. So. Und dann noch der Schienenbus. So, das ist alles H0E. Von Christoph. Kleinanzeigen. Der hatte sehr, sehr viel in H0E. Jetzt ist fast alles weg. Bisschen was habe ich bekommen, bisschen was haben andere bekommen und ja, ich kann zufrieden sein. Ne? Jetzt habe ich eine kleine Sammlung an H0E Sachen. Natürlich passen die nicht ganz zusammen, das weiß ich auch. Bei den österreichischen Loks müsste man jetzt normalerweise die Zillertalbahnwagen organisieren, die sind glaube ich braun. Ne? Später sind sie dann grün gefahren, das muss ich wieder ankleben hier, in dem einen Wagen hier. Ja, deswegen ist die Lok ja auch grün, aber das ist glaube ich nicht die Zillertalbahn, das ist was anderes. In Österreich sind ja mehrere Schmalspurbahnen gefahren, aber das war die Standard- oder meistvertretene Schmalspurdampflok in Österreich und die ist auch, ja, wie gesagt, nur bei uns gefahren. Aber die hier, der gehört zur Harzer Schmalspurbahn. Und die entsprechenden Loks, die ich dann zum Beispiel auch gestern gesehen habe, die sind schweineteuer. Die hat er auch gehabt, alle Dreier, hatte die vom Brocken, er hatte die Molly, er hatte die von der Harzer und er hatte auch die, die ich gestern gefilmt habe. Ne? Hatte alle Dreier gehabt. So, ich muss bloß noch herausfinden, was das hier für Wagen sind. So, Freunde, das war's zu H0E. Aber, wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Jetzt wechsle ich das Gleis. Und das ist halt das, was mich jetzt ein bisschen ärgert. Ne? Das ärgert mich ein bisschen, dass ich natürlich jetzt H0M auch habe. Wenn ich gewusst hätte, dass der Christoph so viel H0E für so guten Preis hat, ja, dann hätte ich natürlich die beiden Loks einfach dastehen lassen und gut ist. Also ihr wisst ja, die von der Forger Oberalpbahn. Ne? Aber ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, bevor ich das hier wusste, guckst du mal nach Waggons. Ich habe welche gefunden. Und deswegen sage ich, ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich die jetzt genommen habe. Die waren nicht teuer, sag ich dazu. Ja. Also, dass ich denke, ich habe jetzt hier mehrere hundert Euro für die Lok und für die Wagen ausgegeben. Also das Set hier von Christoph, wie gesagt, kann ich Waden bezahlen. Das ist eine dreistellige Summe, logischerweise ist ja auch einiges dabei. Aber nicht hier, dass er denkt, das sind jetzt ja 800, 900 Euro oder sowas. Um Gottes Willen, nein, nein. Es ist wirklich angemessen. Und vor allen Dingen, es ist fair. So, und die hier,
die fand ich halt, ich hoffe, ich bin gerade Wasser, die fand ich halt bei eBay noch, habe insgesamt für die Wagen bezahlt 60 Euro. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass der Christoph so geile Sachen hat in H0E und dass diese Sachen wirklich cool sind, ja, besser für das Gleismaterial geeignet, weil da habe ich ja schon ein bisschen was davon. Dann hätte ich natürlich das gelassen. Ich die Loks einfach stehen lassen und vielleicht einen hätte ich dann abgegeben. Und die etwas ältere, die aussieht wie ein bisschen wie ein Krokodil, ja, das sind schon mal treiben. Also die alte E-Lok, die hätte ich dann hingestellt. Aber ich hatte mir dann in den Kopf gesetzt, na gut, jetzt probieren wir das mal aus mit der Zahnradbahn und H0M und so. Ja, und dann habe ich nach diesem günstigen Wagen gesucht. Habe die günstigen Wagen gefunden. Und ja, im Nachhinein sage ich mir, das hätte ich sparen können. Ne? Ist aber nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Weil da habe ich nämlich auch schon eine Idee. Nein, nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, oh, ihr könnt alles verkaufen. Nee, nee. Stelle ich mir einfach hin. Ne? So, hier, die sind eindeutig größer. Ne? Logischerweise sind die Wagen etwas größer. Also hier haben wir erstmal die mit Streifen. Ja, die sind aber ein ganzes Stückchen größer. Ist ja auch H0N. Diese Bahn, die gibt es nicht mehr. Das muss ich dazu sagen. Die gibt es nicht mehr, die Bahn. Mit den E-Loks. Die sollte auch abgebaut werden. Aber da hat sich dann einfach ein drum gekümmert. Und zwar nennt er sich jetzt, wenn ich das was Falsches sage, Traditions Dampflokverein Forger Oberaltbahn. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ja, und die fahren jetzt halt bei der Oberleitung, die abgebaut wurde. Ja, die wurde ja abgebaut. Und die Strecke sollte, wie gesagt, auch abgebaut werden. Aber die haben die Strecke gerettet. Und da fährt jetzt halt eine Dampflok da hoch. Aber eben nicht mit solchen Wagen, sondern mit richtig alten solchen, hier, solchen richtig alten Wagen. Das hier sind die Wagen mit dem die E-Lok hochgefahren ist. Oder die E-Loks. Es gibt da verschiedene Videos bei YouTube. Und da kann man das anschauen, wo die noch gefahren ist. Ja? Also ich rede jetzt von der E-Lok, die vorne und hinten diesen Anbau hat. Kann ich nachher mal holen von der Vitrine. Noch schön verpackt, ja, da gibt es nichts mehr. Weil da hat nämlich was geklappert da drin. Da habe ich mich schon verwundert, dass da was weggebrochen ist oder so. Also die sind schon ganz schön groß, das muss man schon sagen. Ja, die sind ganz schön groß, die Wagen. Ist ja auch H0M. Ne? Und ihr wisst ja, ich bin ja auch mit solchen Wagen mitgefahren. Natürlich stand da eine andere Bezeichnung dran, nämlich RHB. Und ihr wisst, ich habe sie ja auch in Spur N. Ne? Und das ist halt die H0M-Variante. Ja. Man sieht den Unterschied schon ganz deutlich. Ne? Man sieht ihn wirklich ganz deutlich. Diese schnuckligen kleinen Wagen von der Harzer Schmalspurbahn zu diesen etwas großen Schnellzug-Personenwagen. Wenn sie wieder Schnellzug sind, sind sie ja gar nicht. Also Personenwagen. Ne? So, das waren wir noch nicht alle. Ja. Wie gesagt, 66 Euro. Ich denke, da kann man nicht mehr kommen. Hätte ich mir aber sparen können. Hätte ich mir wirklich sparen können. Ja. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, also ich wiederhole mich ja immer wieder gerne. Diese Wagen waren schon unterwegs, als ich das Material beim Christoph fand. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das H0E ist. Ne? Weil er hat es ja unter der Anzeige H0M angeboten. Und da war natürlich der Plan, das hatte ich ja gesagt, einmal
Schweiz und einmal der. Ne? Das waren ja die ersten Wagen, die ich mir organisiert habe. Und im Nachhinein weiß ich ja auch, dass es die gar nicht in H0E gibt. Hm? Die Kehi, die gibt es nur in H0M. Das heißt, der Vorbesitzer, der alte Herr wahrscheinlich, hat diese ganzen Wagen umgesporen oder umsporen lassen. Ne? So wie diesen hier auch. Das ist auch ein Kehi. Ja, ne? Man sieht ja ganz deutlich, dass der umgesporen wurde. Ne? Deswegen ist das jetzt H0E. Ja, und das hier sind die anderen. Da steht bloß noch FO drauf. Und ja, ich weiß, das ist kein Schmalspurgleis, das ist ja nur TT-Bettungsgleis. Aber das ist egal. Ne? Hätte man trotzdem machen können. Nun ist es zu spät. Nun sind die Wagen hier. Und dann werden sie halt in die Vitrine gestellt. Oder? Ja, mal gucken. Ihr kennt ja das Startbild, ne? Da könnt ihr ja schauen, die E-Lok, die ich vom Flohmarkt geholt habe. Und genau diese Wagen sind in Andermatt die Bergstrecke hochgefahren. Aber das war leider in den 90er Jahren. Ne? In den 90er Jahren ist die noch gefahren. Ich glaube, bis Anfang 2004 oder 5 oder wie das falsche sage jetzt hier, lässt sich aber schlecht eingleisen hier. Ne? Das sieht man auch so schlecht. Da ist er dran. Ich glaube 2004 oder 5 oder so, ich will nicht was falsches sagen. Ne? Hat man dann beschlossen, das hat sich dauert, alles klar. Oh, das hört sich nicht gut an. Ausgerechnet der Gepäckwagen, das ist natürlich blöd. Aber ich ist dann nicht weggebrochen, sondern bloß das Gewicht rausgefallen. Das kann man auch reparieren. Gewicht rausgefallen. Oder ist da was im Gepäckwagen drin? Ich weiß es nicht, ich gucke mal nach. Also wie gesagt, das ist der Gepäckwagen. Ja. Ne, das ist das Gewicht. Was ist denn das? Okay. Hier haben wir schon die Türe, die fehlt. Das ist natürlich nicht so schön. Was ist denn das? Das ist eine Schraube. Eine ganz normale Schraube. Was macht denn der so eine Scheiße hier rein? Ach, da ist die fehlende Türe. Okay, gut. Alles da. Die Türe ist da. Natürlich, wenn da so eine schwere Schraube drin ist, ist ja wohl klar, dass es hier irgendwas rauswamsen tut, ne? Da brauchen wir gar nicht mal nachdenken, dass das passiert. Ist da noch was drin? Ja, jetzt fehlt eine Türe. Schade, das ist natürlich blöd. Aber wie gesagt, der Preis. Ne? Der Preis ist entsprechend günstig gewesen. Und deswegen sage ich da gar nichts dazu. Vielleicht ist die Türe hier noch drin. Gucken wir mal nach. Nee. Nee. Also die Tür, die fehlt. Nö, da ist er. Ah, ich hab's da. Guck mal, Tür ist da. Tür ist da. Da ist das Fenster rausgetrommelt worden von der Schraube. Ja, das müssen wir da reinkleben. Und die Türe wieder einsetzen. Also die Türe ist da. Gut, Problem gelöst. Ja, wer hat denn da diese schwere Schraube da reingemacht? Also nee, wirklich. Ist doch klar, dass diese schwere Schraube hier drin alles kaputt rummert. Also ich meine, dass hier dann was kaputt geht, wenn das warum derjenige, den ich rausgenommen hat, verstehe ich nicht. So, ne? Bitteschön. So, das sind alle Wagen gewesen. Okay. Also das muss ich reparieren, das muss ich reparieren. Es passiert halt immer wieder, dass bei der Post irgendwas kaputt geht. Das lässt sich nicht vermeiden, das wisst ihr ja selber. Also das sind die FO-Wagen, ne? Und die sind in Kombination mit denen hier gefahren. Ne?
mit der E-Lok, die jetzt in meinem Regal steht. Also den muss ich auf jeden Fall operieren. Leg ich mal gleich drauf. Das ist nicht das Problem. Krieg ich mal alles wieder ganz. Also das mit der Schraube, das kann ich mir noch nicht nachvollziehen. Scheuert. So. Leg ich die mal hier her. Ja, wir haben noch ein Paket. Und auch das war günstig. Weil ich wollte ja ursprünglich zwei Züge machen. Ne? Einmal mit der einen E-Lok und dann mit der anderen. Hat sich ja, wie gesagt, jetzt alles verworfen, weil ich dachte das doch nicht. Ja, ihr werdet das bescheuert finden. Ich weiß es nicht. War bescheuert. Aber. Ne? Genau. Der einzige original verpackte BMW-Wagen in Rot. Also wisst ihr genau, was geplant war. Die drei Wagen für die BV. Frisk, Frisk, Zermatt. BVZ-Lok. Ne? Und die roten Wagen waren für die andere E-Lok gedacht. Ja, der ist original verpackt. Der war auch nicht teuer, ne? Der hat mich 20 Euro gekostet. Aber man sieht schon, wie alt die Wagen sind. Die sind wohl, glaube ich, aus den 80er Jahren, gehe ich mal davon aus. Weil hier steht noch D-Mark dran. Guck mal, was die gekostet haben. 34 D-Mark hat da mal einer gekostet. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Also sind die Wagen schon ziemlich alt, aber die Loks eben nicht, ne? Die Loks sind etwas neuer. Da sind Pappe drin hier. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Witz. Einen kleinen Witz machen wir jetzt mal. Ganz kurz, ganz kleinen Witz. Die Runde ist ziemlich schwer, muss ich sagen. So. Machen wir jetzt den hier drauf. So. Ich stelle es einfach mal so hin. Und dann machen wir mal so eine Lok davor. Passt natürlich nicht drauf, weil es andere Spur ist. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Das passt überhaupt nicht. Ne? Also, ja. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass da jemand die Wagen umgespurt hat auf H0E. Weil das passt ja zu dieser kleinen Dampflok viel besser als dieser etwas größeren H0M-Wagen. Obwohl das mal H0M war. Ne? Das war mal ein H0M. So, gut. Dann packen wir den wieder ein. Das war ja, glaube ich, der hier. Den einen original verpackten. Und das war's jetzt mit der Schmalspur. Jetzt hat sich's ausgeschmalspurt. Jetzt habe ich auch genug davon. Leider muss ich zugeben, ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich jetzt die FO-Wagen genommen habe. Das war sinnlos. Das war sinnlos. Aber so ist das halt. Ne? Wer konnte ahnen, dass Christoph so schöne Sachen in H0E hat? Und ihr wisst selber, was H0E kostet. Haben wir gar nicht mal nachdenken. Also das, was ich dafür bezahlt habe, ist ein Bruchteil von dem, was es eigentlich kostet. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch jetzt. Ich kann ja noch einmal schnell eine Testfahrt machen für euch. Das hängen wir dann mit hinten dran. Natürlich nicht mit dem Wagen, logischerweise. Sondern mit den H0E-Wagen. Und dann gucken wir doch mal, wie die kleinen Dampfrösser und der Schienenbus auf meiner Anlage fahren. Also das kleine Stück berghoch. Ne? Das kann man ja mal testen. Gut. Also, bis gleich. So, Freunde. Jetzt habe ich mal ein bisschen was hier auf meine Anlage gebaut. Ja, ich weiß, das passt nicht.
Ne? Aber es ist halt H0E, sprich 9 mm. Und, was soll ich sagen, die Loks fahren eigentlich sehr gut. Warum habe ich zwei hier dran? Naja, eine alleine packt es nicht, die Wagen im Berg hochzuziehen. Die Steigung ist also doch ein bisschen unrealistisch, ne? Und Lokwechsel ist auch nicht möglich. Deswegen habe ich die andere Lok jetzt auf der anderen Seite dran gemacht. Jetzt hätte ich alle Beete vorne hingemacht. Aber ihr seht, die laufen gut. Ob das auch bei der Schmalspur wirklich so gibt, das kann ich euch nicht sagen, aber ich glaube, das gibt es schon. Ja, das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. So, und hier haben wir jetzt meine, die ja dann später mal auf der neu gebauten, ja, wenn sie mal fertig ist, Strecke fährt. Die fährt auch sehr gut. Symbolisch gesehen habe ich jetzt mal die drei kleinen Wägelchen dran gemacht, weil, naja, die großen wollen wir gar nicht probieren, das schafft ihr den Berg nicht hochzuziehen. Ja? Nein, schafft ihr nicht. So, und jetzt werdet ihr gleich hören, es wird jetzt gleich ein bisschen hier oben an der Weiche schabbern. Ich muss ein bisschen nachhelfen. Ja? Hört ihr es? Der Grund dafür ist, die Lok, die sitzt sehr tief, die kommt nicht über meinen Weichenantrieb drüber, die bleibt da hängen. Deswegen habe ich jetzt das andere Gleis noch schnell gesäubert, damit man sieht, dass das klappt. Also das sieht schon cool aus, ne? So ein kleiner Schmalsporzug. Aber weiter bis zur Brücke würde er sowieso nicht kommen und hier kommt er auch nicht weiter, weil, naja, Achtung, da ist der Mast im Weg. Nochmal hochfahren. Also die Dampfloks fahren alle drei fantastisch. Hier gibt's nichts. Achtung. Und. Na? Bum, 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 bum. So, also, funktioniert. So, schalte ich mal die Weiche gerade und dann werden wir sehen, was passiert. Bleibt er nämlich stecken. Oder sollte ich besser sagen, bleibt er hängen. Wir fahren jetzt geradeaus. Klappt aber nicht. Achtung, los geht's. Bumm, da ist Schluss. Sie bleibt mit ihren Zylindern an meinem Weichenantrieb hängen. Logischerweise, weil, naja, das ist halt Spur N. Und nicht H0E. Also wieder zurück. Wenn ich aber auf Abzweig stelle, dann geht's. Weil dann der Weichenantrieb ja nicht mehr im Weg ist, weil der Zylinder genau in dem Moment von dem störenden Weichenantrieb weggeleitet wird, wenn die Lok über die Weiche fährt. Sieht schon putzig aus, oder? Die kleinen Häuser und die große Lok. Der LKW ist kleiner als die Dampflok. Aber ist ja nur ein Test, ne? Ist ja nur ein symbolischer Test. Also auch die 99 47 12 läuft einwandfrei. Upp, eingehakt. Kommen wir jetzt zum Schienenbus. So, und da haben wir den Schienenbus. VT133-525. Fährt er oder fährt er nicht? Na, was denkt ihr? Natürlich fährt er. Und er kann sogar noch ein Stückchen weiterfahren als die Dampfloks.
Also der hat ja wirklich fantastische Fahreigenschaften. Klingt ja fast wie ein Echter, he? Aufpassen. Der war es, glaube ich. Nee, der nächste. Da kommt man nicht weiter. Ne? Da bleibt er hängen. Aber ihr seht, ein ganzes Stückchen kann man fahren. Also, die Sachen von Christoph sind wirklich absolut fantastisch. So, heute steigen wir mal in den überdimensionalen Schienenbus ein. Extra groß. Ja, ist das der bei der Harzer fährt oder nicht? Oder verwechselt stehen jetzt schon wieder? VT 133, 525, müssen wir mal gucken. So, gut, fahren wir nochmal wieder hoch zum Bahnhof. So, ihr dürft wieder alle aussteigen aus dem grünen dimensionalen Schienenbus. Also ihr seht, Leute, alle Sachen sind in Top-Zustand. Von der Fahreigenschaften, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich teste natürlich jetzt nicht die übrigen Wagen, ne? Weil ich gehe davon aus, dass sie auch wunderbar laufen. Ich weiß auch nicht, wie ich die hier aufbauen soll, weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier mal so einen Wagen nehme, die ich aber halten werde. Ja, die werden auf jeden Fall auf der Anlage oben fahren und die anderen grünen auch, also wie ich das am Anfang aus probiert habe. Ja, da seht ihr schon. Beim am Mast hängt. Ja, da könnte ich da jetzt nochmal die Dampflok dran machen und gucken, ob die auch fahren. Aber dann würden die Wagen dann daher gehen. Und die Lok dann hier oben auf dem Berg. Das ist blöd. Ja! Sehr schön. H0E ist schon eine coole Sache. Nur braucht man die entsprechende Anlage dafür. Und wenn man die natürlich nicht hat, dann geht das natürlich. Und deswegen sage ich hier oben H0E mit Ausweicher. Ist das kein Problem? Ihr habt ja nur gesehen, das geht. Und dann hier um die Kurve rum. An den Dorfern vorbei. Es bleibt alles stehen. Ja, bleibt alles stehen. Hier muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe schon ein Brett gesucht. Das Problem ist halt, ich möchte hier keine Löcher mehr reinbohren. Ich möchte auch nicht mehr mit irgendwelchen Winkeln anbringen. Also werde ich das dann vermutlich mit Stützfeilern machen. Ja? Mal gucken, ob das klappt mit den Stützfeilern. Ja? Das muss man dann schauen. So, und dann rüber. Bis dahin. Und hier leicht nach unten. Und ins Fensterbrett rein. Und dort kommt die nächste Ausweichung. Und ich würde sagen, ein vierteiliger Zug mit Dampflok sollte eigentlich da kein Problem haben, hinzupassen. Und die Dampflok kann dann wunderbar umhangeln. Das wäre natürlich mit dem BMU-Wagen der Furka-Oberalpbahn nicht möglich gewesen. Ich habe gesehen, wie groß die sind. Das könnte ich nicht. Ne? Das war auch eine blöde Idee, die ich jetzt verworfen habe. Ich stelle mir den Zug einfach hinten, wo es ist. Also den einen und den anderen gebe ich wieder ab. Ja, so sieht's aus.
Gut. Noch eine kleine Information. Morgen kommt jemand zu Gast. Lasst euch überraschen, wer. Und da gibt es ein kleines Fahrvideo. Den werde ich ein bisschen was vorführen. Natürlich jetzt nicht der Schmalspur, klar. Aber zumindest gibt es dann mal wieder ein paar Fahrvideos zu sehen. Oder zumindest ein paar Züge. Und nicht nur die, die im Bahnhof stehen, sondern auch andere. Schauen wir mal. In dem Sinne, macht's gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet mit der H0E-Geschichte. Ob das eine blöde Idee ist oder ob es eine coole Idee ist, was ich jetzt geplant habe, meine ich jetzt mit dem Brett oder da hinten lang. Oder ob ich es einfach sein lassen soll und ja, jemand anders das Ganze überlassen soll. Nein, das könnt ihr vergessen. In dem Sinne. Tschüss.